Okay. Obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Naja, wir werden noch sehen. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, was da... Hallo, Glitis. Was da los ist. Sind Sie noch da? Rufus? Ja, ich bin's. Ich dachte, Sie wären schon längst los. Ach, Quatsch. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Keine Belohnung ist das alles wert. Jeder hat seinen Preis. Also rücken Sie schon damit raus. Welches ist Ihr Preis? Komme ich jetzt hier nicht mehr erst weg? Erst einmal antworten. Mal sehen. Wo soll ich Ihre... Haben Sie Schrott auf den Ohren? Der Treffpunkt ist die untere Aufstiegsstation. Das dürfte nicht allzu weit von Ihrem Standort sein. Wir treffen uns morgen Abend nach Sonnenuntergang oben auf der Plattform. Haben Sie das jetzt? Natürlich habe ich das. Ich bin doch kein Idiot. Da bin ich mir leider gar nicht so sicher. Halt die Klappe. Keine weitere... Sehr glittes Ende. Okay, also wir müssen Goal auf jeden Fall an die untere Aufstiegsstation oben auf die Plattform bringen, nach Sonnenuntergang. Morgen Abend. Aber wie bekommen wir Goal denn da raus, auf der Notfallstation? Und wo ist das Rostrote Meer? Fragen über Fragen, die mir keiner beantworten kann. Schissel! Ja gut, wir versuchen unser Bestes, ne? Erstmal müssen wir Goal hier rausholen. Das kann ja nicht allzu schwer sein. Er ist weg! Und Goal auch? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Okay. Sieh an, sieh an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Oh oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Hä? Okay. Wir müssen hier auf jeden Fall schnellstmöglich raus. Und zwar... wir hatten doch eben gerade noch einen Schlüssel. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Das hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Okay. Vielleicht damit aufbrechen. Hier gibt es kein Wasser, kein Wunder. Bla 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 bla.
Wie soll man denn hier rauskommen? Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Muss man mit ihm sprechen? Hey, hallo! Was ist denn? Lassen Sie mich raus, Mann! Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Einen Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Da hat er natürlich... Also, da hat er recht. Hat er recht. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung. Aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Ja! Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Verdammt! Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus! Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Feuer! Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektion... Ja. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Plörre und Kaktusbrot. Lassen Sie mich raus. Das klingt lecker. Ich gut vorher. Was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich denn nur tun? Hier. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Nun mach's doch einfach auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist auch so schon lang. Gizmo hat meine Philosophie unter... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Verdammt. Irgendwas muss ich tun. Katze, Ballon. Aber was soll ich tun? Die Katze rauslassen? Gizmo hat meine... Manu. Gizmo hat mein... Unter... Das muss nicht gewartet... Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich hänge hier so gerade so ein bisschen drin fest. Scheiße. Kein Gitter der Welt. Da, als ihr geblinzt. Was soll ich tun? Solange er im Polizeimodus ist, komme ich hier nie raus. Zum Glück werden in diesem Kaff ständig Brände gelegt. Ach Mist, ich bin ja hier drin. Ja. Das ist auch Zellengitter hier. Kein Gitter der Welt. Wir müssen irgendwie mit dem Handschweißgerät. Wenn ich das... Irgendwie Feuerchen machen. Das ist es. Ich zünde den Baum einfach an. Gizmo geht in den Brandschutzmodus und ich kann über die Rutschstange entkommen. Wenn ich den Baum nur von hier aus erreichen könnte.
So baut man keine Heiden. Ich quäle keine. Und im. Wie komme ich denn jetzt an diesen blöden. Niemals. Und Toni wird. Baum ran. Mann. Hier gibt es kein Wach. Kein Wunder. Wie soll ich denn da rankommen? Nein, sie würde ihn nur und ihn anschließend. Ich weiß es nicht. Nicht nötig. Goldring. Hey, auf. Ich weiß es echt nicht. Das muss nicht. Das muss. Niemals. Und tot. Puh. Wie komme ich an den Baum ran? Es ist der letzte Baum, wo. Ich kann das Ding nicht mehr. Ich weiß es nicht, Leute. Er muss in den Brandschutzmodus. Kein Thema. Wir können den Baum anbrennen. Aber wir kommen nicht an den Baum ran, verdammt. Und hier ist nichts weiter, ne? Oder? Ist hier noch irgendwas? Zellengitter, Baum, Polizeifach. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen doch aber mit der Katze irgendwas machen können. Nee. Baum. Ach, na ja, toll. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch Alarm! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Sehr schön. Wir sind entkommen, soweit so gut. Jetzt müssen wir zu Wenzel. Wir müssen den Organon aufhalten. Jetzt sind hier wieder richtig viele Leute. Aber wir gehen erstmal zu Wenzel. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ah! Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte. Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum. Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den. Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Wir gehen in den Keller. Hier ist aber keine. Hier ist nix. Ach so, in dem Schrank. Goal. Schranken. So eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Oh oh, Okay. Die Quelle. Da. Ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Kriegen wir die Quelle irgendwie auf? Ich will mit Wenz.
Schissel. Ja, es gibt aber nur diesen Ray of Doom. Ich will mit Wenn. Komm schon, jetzt tu irgendwas. Ich will mit Wenn. Ach, hab dich doch nicht so, Mensch. Ich will mit Wenn. Was soll ich tun, Mann? Was soll ich nur tun? Ich will mit Wenn. Okay, ganz ruhig. Kellertür. Ich muss sie verbarrikadieren. Okay. Aber wir haben doch gar nichts.